jetzt eine halbe Stunde Zeit und es ist gerade Sonnenuntergang und ihr seht hinten das Meer. Und habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch jetzt mal meine YouTube-Tipps, meine 10, sagen wir mal, größten Fehler von YouTube-Anfängern, von einem YouTube-Anfänger. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Heute das versprochene Video, die größten Fehler eines YouTube-Anfängers von einem YouTube-Anfänger. Ich habe jetzt ein Jahr lang den Kanal und habe, glaube ich, alle Fehler auch schon durchgemacht, die ich euch jetzt sagen will. So, als allererstes, der größte Fehler ist, einfach zu lange zu warten, mit einem YouTube-Kanal zu starten. Ah, das ist nicht gut genug, oh, ich muss warten, ich bin nicht perfekt. Nein, macht's einfach, ladet einfach mal hoch. Wenn ihr meine ersten Videos seht, seht ihr, wie unperfekt die waren. Aber man wird von Video zu Video oder von Vlog zu Vlog perfekter. Fehler Nummer 2 ist ein schlechter Ton. Schlechter Ton, 10 Sekunden Video mit schlechtem Ton, die Leute schalten ab. Kauft euch, wenn ihr ein Smartphone habt, ein billiges Lavalier-Mikrofon für 20 Euro und dann habt ihr schon mal einen guten Ton. Da ist das Bild gar nicht so entscheidend. Hauptsache, die Leute können euch hören. Eigentlich geht alles übers Audio, ne? Punkt Nummer 3. Verwackelte Videos. Auch so eine Sache. Ist wie ein schlechter Ton. Wenn das Video ständig wackelt, sagt man irgendwie, oh nee, da wirst du ja seekrank. Ich suche mir dann lieber mal einen anderen Kanal aus. Fehler Nummer 4 ist, nicht in die Linse gucken. Schaut in die Linse, hallo zusammen. Viel persönlicher, den Fehler mache ich auch noch sehr oft, weil ich das Display halt rechts an der EOS M50 dran habe und ich muss mich selbst auch dazu zwingen, in die Linse reinzugucken. Fehler Nummer 5. Spammt nicht die anderen YouTube-Channels mit Kommentaren voll. Hey, ich bin Frank, ich habe auch einen Kanal, schaut doch bei mir mal vorbei, sondern sucht euch wirklich Kanäle aus, die euch interessieren und kommentiert fachgerecht, also wirklich was auch was mit dem Video zu tun hat. Und sagt nicht, schaut doch auch mal von mir vorbei, sub for sub oder sowas, sondern einfach interessiert andere Kanäle gucken, die auch eurem Anspruch entsprechen und dann kriegt ihr auch Feedback von denen. Fehler Nummer 6. Schlechte YouTube-Titel, wie zum Beispiel am Anfang bei mir, Vlog Nummer 3. Ja, super, was heißt denn Vlog Nummer 3? Ja, sondern macht einen Titel, der genau beschreibt, was in dem Video auch vorkommt. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, wenn ich ein Video anklicke und auf dem Titel steht irgendwas, was gar nicht drin ist. Dann komme ich doch nie wieder auf den Kanal. Fehler Nummer 7. Unregelmäßig Videos uploaden. Überlegt euch genau, wie viel Zeit ihr habt. Ein YouTube-Kanal kostet verhältnismäßig viel Zeit, macht natürlich auch viel Spaß, aber überlegt euch, könnt ihr es schaffen, regelmäßig hochzuladen? Ich schaffe es zweimal pro Woche, ich habe das jetzt ein Jahr durchgezogen, es war sehr anstrengend. Oder ich schaffe es vielleicht nur einmal die Woche, dann macht es nur einmal die Woche, aber macht es regelmäßig. Lasst nicht 3 Monate oder 4 Monate Zeit zwischen Videos. Keiner kommt mehr auf euren Kanal. Dann, Fehler Nummer 8. Beginnt die Videos, die ihr macht, die Vlogs, die ihr macht, mit einem kleinen Teaser. Zum Beispiel weckt Interesse. Zum Beispiel vielleicht so ein paar Ausschnitte in dem Video, dass das Interesse weckt, dass die Leute das Video auch zu Ende gucken. Weil die meisten Leute schalten nach einer halben Minute ab. Wenn die aber wissen, dass vielleicht am Ende oder in der Mitte vielleicht noch irgendwas Interessantes kommt, dann schauen Sie sich auch das ganze Video an. Den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe einfach manchmal sehr uninteressante Sachen am Anfang vom Video und dann die besten Sachen am Ende, die dann kein Mensch gesehen hat. Dann Fehler Nummer 9. Schafft euch bei euren Videos, besonders wenn ihr hier so Laber-Videos habt, einen interessanten Hintergrund. Was natürlich mir jetzt hier ganz gut gelungen ist. Ich habe jetzt das Meer und den Strand als Hintergrund, ist natürlich super.
Aber zum Beispiel, wenn ihr es zu Hause eins aufnimmt, dann nimmt nicht gerade euer unaufgeräumtes Bett oder sowas auf oder irgendwelche Klamotten liegen rum, sondern sorgt dafür, dass arrangiert den Hintergrund ein bisschen. Irgend paar schöne Sachen. Macht ein bisschen Beleuchtung und sowas. Und dann habt ihr schon ein interessanter Hintergrund, unterstreicht auch ein interessantes Labervideo mit interessanten Informationen. Dann gehen wir weiter. Fehler Nummer 10. Da habe ich jetzt eigentlich eben schon mal Ton, hatte ich schon mal drin, aber Ton, Licht und Videoqualität. Wenn es euch möglich ist, sorgt für einen guten Ton, für ein gutes Licht, für eine gute Beleuchtung und für eine gute Videoqualität. Den Fehler habe ich auch wie oft gemacht am Anfang. Wenn ihr meine Anfangsvideos seht, speziell wenn ich irgendwo drin gefilmt habe, waren die dunkel, waren die gelb, der Weißabgleich hat nicht gestimmt und so weiter und so fort. Das ist auch ein Fehler, den YouTube-Anfänger sehr oft machen. Fehler Nummer 11. Nicht genügend Energie und Ausstrahlung habe ich aufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr eine Kamera sprecht als ein Anfänger, dann seid ihr am Anfang etwas gehemmt. Ihr müsst euch ein bisschen hochpushen und so richtig, so, ich mache das immer mit meinem Bang. Und das Bang ist sozusagen die Initialzündung dazu, dass ich dann wirklich ein bisschen aufgepushter bin, weil die Kamera saugt sowieso so ein bisschen Energie auf. Das heißt also, sorgt dafür, dass ihr richtig motiviert und lustig und fröhlich rüberkommt. Dann Fehler Nummer 12, den Fehler habe ich nicht begangen, Werbung bei kleinen YouTube-Kanälen. Leute, wenn ihr 500, selbst wenn ihr 600, 700, 800 Abos habt, das bringt überhaupt gar nichts, Werbung zu schalten. Ich glaube, das bringt am Ende des Tages 10 Euro pro Monat. Und wenn ich dreimal Werbung in dem Video habe, dann schalte ich nach dem zweiten Mal auch ab. Also schaltet nicht zu früh Werbung oder monetarisiert nicht zu früh. Und dann, last but not least, Fehler Nummer 13, Ungeduld. Seid nicht ungeduldig bei YouTube. YouTube ist kein Sprint, YouTube ist ein Marathon. Ihr müsst einen langen Atem haben und ihr müsst wirklich das über Jahre betreiben. Manche Kanäle, klar, die gehen von Anfang an durch die Decke, die haben irgendeine Idee und haben ein virales Video und dann geht es bang oder werden promoted. Aber zum Beispiel jetzt mein Kanal, ihr müsst einfach einen langen Atem haben. Ladet regelmäßig hoch, bringt vernünftigen Content, seid ihr selbst, macht das, was euch Spaß macht, nämlich nur so könnt ihr das wirklich auch rüberbringen. Wenn ihr irgendein Video über was macht, was keinen Spaß macht, das merken die Leute am anderen Ende. Das war's eigentlich auch schon. Das war's. 13 oder 10 oder wie auch immer, einige Fehler von einem YouTube-Anfänger, und zwar live vom Strand, mehr oder weniger aus Tunesien, Perlport, El Kantui. Urlaub ist zu Ende, wir gehen jetzt noch Abendessen und morgen früh geht der Flieger ziemlich früh, das heißt 4.30 Uhr aufstehen und dann sehen wir uns wieder, also wahrscheinlich habt ihr die Tunesien-Videos, zumindest eins von den Vlogs, habt ihr schon vorher gesehen, dann vielleicht füge ich das dann so in der Mitte ein und den zweiten Tunesien-Vlog danach und dann sehen wir uns dann wieder auf meinem Kanal Frank Vlogs in Deutschland, momentan bei 4 oder 5 Grad und nächste Woche ist auch Schnee gemeldet. Bisschen Weihnachtsmarkt, ein bisschen Schnee vielleicht, ein bisschen, naja, mal gucken, was man so alles vloggen kann. Wenn ihr den ganzen Kram hier mögt, wenn ihr den Kanal wirklich unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich schaue immer mal in die Analytics rein und 20% meiner Abonnenten schauen die Videos, 80% Nicht-Abonnenten. Also wenn ihr Nicht-Abonnent seid, könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, kommentiert, dann können wir uns austauschen, liked die Videos, wenn ihr was nicht mögt, dann disliked sie oder schreibt ganz wichtig rein, was euch nicht gefallen hat, das ist das Allerwichtigste, so ein bisschen konstruktive Kritik, die geht immer. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in Deutschland wieder, auf meinem Kanal Franks Vlogs, macht's gut, haut rein und ciao.